Willkommen beim Lienzer Advent. Zeit für Kunst, Zeit für Kultur. Jeden Abend öffnet sich am großen Adventkalender an der Lieburg ein von Künstlerhand gestaltetes Fenster. Für Fenster Nummer 9 am Lienzer Kunstadventkalender zeichnet heuer Toni Fercher verantwortlich. Der Künstler und ehemalige Kunstpädagoge, er unterrichtete fast 4 Jahrzehnte künstlerische Bildung am Lienzer Gymnasium, lebt und arbeitet im Kärntner Mölltal. Zurzeit arbeite ich gerade an einer Serie von Landschaftsaquarellen und eine Serie von Aktdarstellungen, auch in Aquarelltechnik. Der Ausgangspunkt bei diesen Serien ist eine fotografische Vorlage. Ich male den Untergrund des Bildes, also das Motiv, in Schwarz-Weiß. Und der wirkliche kreative Prozess beginnt erst mit der anschließenden Bearbeitung. Ich lege lasierende, dünne Farbschichten drüber, eine Schicht, zwei, drei, mehrere Schichten, manchmal sogar ein kleiner Bereich, der fast alles abdeckt. Die Stellen, die übermalt werden, treten förmlich in den Hintergrund, je nachdem, wie viele Schichten darüber gelegt sind. Während also die Stellen, die ich freilasse, die ich bewusst auswähle, die vom Kontrast her, vom Licht her für mich sehr schön sind, sehr interessant sind, die schießen quasi bei diesem Prozess förmlich in den Vordergrund. Und ich denke, dass man damit auch den Blick des Betrachters im Sinne des Gestalters lenken kann. Für den Kunstadventkalender hat Toni Fercher ein Bild mit dem simplen Titel Berg gespendet. Und es ist auch tatsächlich die Form eines Berges mit Elementen aus der Landschaft, mit Feldern, mit Häusern, mit Flüssen und so weiter erkennbar. Andererseits würde ich aber sagen, es ist ein Bild so an der Grenze zwischen Realität und Abstraktion, da mir das Eigenleben der bildnerischen Mittel wie Farbe, Form, Kontrast, Fläche und so weiter, Struktur sehr wichtig sind, die ja wirklich dann so spielerisch ein Eigenleben entwickeln und sehr abstrakte Elemente in die Bildgestaltung einbringen.